Willkommen zurück bei Tomb Raider. Oh yeah. Oh yeah. Bist du da, Lara? Alex. Ja. Ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Okay. Pass bloß auf dich auf. Mhm. Hui. Hui. Toll, soweit ich mich erinnern kann, habe ich doch die ganze Zeit, bin ich doch die ganze Zeit das letzte Mal da hochgeklettert. Hui. Ja. Wir dürfen nur nicht den Generalfehler machen wie sonst und Shift drücken. Das ist halt blöd. Oh, Muni. Voll. Oh, Pfeile. Voll. Hurra. Boah. Ah, okay, da geht's schon mal nicht drauf. Gut. Gondel kannst du das Seil dran binden. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara... Ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Du kennst mich doch. Irgendwie. Hallo, Zielgebung funktioniert nicht, ne? Naja, ich werde das schon bemerken, wenn ich da bin. Nehme ich an. Darüber. Hm. Ach, da, guck mal. Oder einfach. Der hat aber lange drauf gestorben, ist der, mein lieber Schwan. Hallo. Komm, zack. Ich frag mich, wie viel da noch kommen. Aua, oh, keine Muni mehr. Oh, dammit. Wow.
Verdeck! Willst du wohl nicht sterben heute, wa? Oh, verdammt. Hui. Oh, nö. Damn it. Shit. Nein. Aua, wow. Wow. Shit. Scheiße, ich wollte die Leichen noch plündern. Oh, nö. Wow. Räusch, Lara, Räusch. Wer meine Brüder tötet, muss sterben. Oh, shit. Oops. Juhu! Ben! Los! Schneller! Nur ich jetzt nicht. Stirb doch! Hui! Boah! Krass! Oh fuck. Oh, boah. Den Junge, übertreib nicht. Ma. Wow. Alter. Wow. Oh, die macht da was mit, hä? Ja, fett. Sehr nice. Boah, da hat gerade was getrunken, die Wichser. Was ist das überhaupt für ein Parcours, hä? Und bam, nochmal ein bisschen baden gehen. Juhu. Oh, fuck. Ja, jetzt hat mich mein Kollege kurz angeschrieben, genau. Der Bene, ich weiß nicht, vielleicht kennen manche von euch, wahrscheinlich nicht, aber noch kein Video dabei. Ihr dürften ihn eigentlich nicht kennen, nur vielleicht vom Hören oder so. Wo sind sie jetzt? Oh, neues Lager. Der hat sich jetzt einen neuen PC gekauft und da ja, sollte ich heute Abend nochmal kurz vorbeikommen, weil er halt mein Windows 7 CD braucht, weil das er nicht hat und bla bla bla. Ja, von daher. 2 von 3 Teilen gefunden, Gewehr, sehr nice. Sehr nice. Da runter müssen wir. Ist hier unten was? Oh, ein Geocache. Mittlere Maus hast du. Fall for your son. Neue Ausrüstung zum. Ich muss cool. Etwas Stärkeres finden. Wir kriegen bald neue Ausrüstung. Sehr nice. Lagerplatz benutzen. Fähigkeiten. Sehr gut. Geht da schon nice. Axt-Experte. Versetzen die Feinden mit ihrer Kletterachse einen tödlichen Hieb. Und der geht ja wohl noch nicht. So. Was kann man hier noch machen? Okay, nee, das brauche ich nicht. Ja, um versteckte Belohnungen zu finden. Ah ne, ich bin dafür, dass wir erstmal das hier machen. Haben mehr Zeit,
um mit ihrem Bogen zu zielen. Schalten ja vorne mit Finanzen und bla bla bla. Und hier, die gehen ja alle nicht. Ich fast schon vorschlagen, wir machen von hier irgendwas. Und zwar. Machen wir das noch? Ah, okay, sehr gut. Ja. Mal gucken, Ausrüstung werde ich wahrscheinlich keine verbessern können. 189, da wird nichts bringen. Ja, hier für Schrotflinte gibt es noch Brandmuni. Braucht 400, okay. Dachte ich mir fast. Hier gibt es gar nichts mehr, hier ist alles voll. Salvenmodus Magazinschacht. Mal gucken, wie viel hat denn dieser Magazinschacht, wie viel kostet der? Ist es der, ja? 325. Alles klar. Okay, gut, also sein PC ist noch nicht da, schreibt er gerade und so. Aber sollte morgen kommen, mal sehen. Egal, das interessiert euch ja sowieso nicht. Also gucke ich jetzt mich erstmal hier um. Ob es hier irgendwo noch was zu looten gibt. Ja, Muni gibt es zum Beispiel schon mal. Sehr gut. Und guck mal, untersuchen. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurans ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Oh, geil. Lecker Schokoriegel. Ich hoffe mal, dass man das nicht allzu laut hört. Das wäre blöd. Ah, guck mal hier. Bäm. So. Hallo. Hallo. Ah, da ist was.